Hallo und willkommen zu diesem Speedrun, in Anführungsstrichen. Der Gast ist übrigens nachkommentiert, da leider Tons aufgenommen wurde, warum auch immer. Ich hoffe, dass hier ist nicht, kann sein, dass hier ein bisschen asynchron ist. Ich gucke mir das ja gerade als Video an. Das ist noch der Ladebildschirm. Wie gesagt, Ton wurde leider nicht aufgenommen. Falls du das noch machen von mir, doch hoffe ich dann, dass er besser ist. Aber nur gut, das war eher ein spontaner Einfall von mir. Ich wollte auch nur gucken, wie schnell ich diese Map gespielt bekomme. So gesehen. Was können wir noch sagen? Ach ja, die Uhr, die ihr gerade oben seht, die kann man übrigens mit F8 anmachen. Und auch wieder ausmachen. Die Zeit davon, wie lange die Map schon läuft. Wird, glaube ich, sogar mit gespeichert. Ja, hier habe ich erstmal versucht, den Langsprintträger zu retten. Und lass die Leitpanel zu mal Holz hacken. Warum eigentlich nicht? Dann verprügel ich die Typen hier. Na los, verprügel ihn. Ist es echt für die ganze Zeit noch da zu labern. Aber na gut, ist besser als überhaupt kein Ton. Wer mir gleich haben müsste, kann ja auch auf den Ton abstellen. Ihr seht, es läuft eh sonst nichts im Hintergrund. Da habe ich übrigens bemerkt, dass die Typen, die ich gerade gesucht habe, die sind da hinten. Da habe ich schon gewundert, wo die sind. Und sie haben den Rest noch gerade zur Arbeit. Tun noch gerade warten, bis sie hier fertig geprügelt sind. Haben wir es mal bald? Ja, hier haben wir es. Dann ab zu Bruder Johannes. Und los geht's. Bis jetzt so unfassbar ist, 2 Minuten. Also ich kann es und durchgehen glauben, weil es hat echt kam, was mir nur groß als dazu erzählen könnte. Ach ja, wenn ich was nicht wundert, das liegt, das ist so ein Grafikfehler. Da habe ich auch leider keine Lösung dafür gefunden. Aber man kommt da so damit klar. Ich erinnere mich dem so, dass so ein Grafikfehler ist. Nichts, was das Spiel verändert. Falls ihr übrigens gewundert habt, warum ich eine Mission habe am Anfang. Ich habe das Spiel erst vor ein paar Tagen neu installiert. Ja, das ist mich wundern. Hier sehe ich auch noch gerade Holz. Nein, ein Dorf genommen. Lass die bauen. Okay. Ich suche diesen Bergbahn, der mir in den Eismühle senkt. Ja, ich glaube, da noch ein bisschen. Und ich will einen Ring holen. Die arbeiten alle. Ich kontrolliere gerade, ob die bald fertig sind. Ah, die fangen gerade an zu bauen. Die bauen jetzt leider beim Dorfzentrum hoch. Bin schon bei 3 Minuten und 20 Sekunden. Ihr seht ja die Länge am Video, wie lange ich dafür gebraucht habe für die Map. Also 15 Minuten und 44 Sekunden das Video lang. Absolut ist der paar Sekunden Ladezeit am Anfang. Aber es ist auch immer die Uhr oben eingeblendet. Da fahren am Anfang sogar, glaube ich, 20 Sekunden sehe ich gerade. Wenn es im Vergleich Uhr und wie weit für vorgeschritten ist. Ist erstmal mit Leonardo, das heißt hier eine Mission eher unnötig. Es vergesse ich den Ring zu holen, aber merkst gleich innerhalb einer Minute. Also innerhalb von ein paar Sekunden sogar. Ja, da merkst du das wieder. Das vergessen hat, den Ring zu holen. Der Ring ist hinter meinem Grab. Die lasse ich erstmal wieder Holz hacken. Jetzt werden wir erstmal zugelabert. Geben dem Wappen den Ring zu, damit er eine Eisenmine baut. Aber glaube ich, kein großartiger Unterschied jetzt mehr.
Na gut, wir sind ein paar Eisen holt ihn noch raus, aber mir auch nicht. Eigentlich selber geht der Rest zügig nachher. Bin gleich schon bei 5 Minuten. Der Ramne Bergmann hat sie wenigstens heute erstmal ab. Ist rief mit dem Bürgermeister und sehr senklos halt. Truppen. Genau die Daten, Druck, Bogenschützen. Die Hochschule ist erstmal gebaut und da wird der Wehrfließ erforscht. Bla 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 bla, Lava kurz. Da ist, haben wir einen Trupp. Also, wenn wir mit dem Bürgermeister reden, dann bitte uns an, uns Truppen zu verkaufen. Ich bin Bürgermeister, das andere ist auch so. Der Erziehungsdienst, da müssen wir dafür bezahlen. Und ich glaube, die müssen Rüstung fahren wir momentan nicht. Das haben sie einfach mal gelassen, aus Gründen mit ihm zu reden. Ich brauche noch eine Weile. Hopp, hopp, mach mal ein bisschen schneller hier. Aber wie gesagt, ich habe es nicht gemacht, um mich mit allen zu messen, sondern einfach nur um zu gucken, wie ich schnell die Map hinbekomme. Deswegen habe ich es relativ souverän durchgeschafft. Geht im Wetter noch ein bisschen schnell ab, aber na gut. Macht mir auch nicht aus, wenn der nächste kommt, auch mit 5 Sekunden schneller oder so. Vielleicht geht es so ein, zwei Minuten schneller, aber sonst. Man kann eines der bestimmten ein bisschen beschleunigen. Zwar vielleicht kommt es auch so, die der Überstunden zu machen. Macht sonst nämlich nie, aber hier braucht man ja nur Wehrfließ und. Nee, uns geht auf Zeit, von daher brauchst du erstmal die Kaserne, sucht mir erstmal einen schönen Platz dafür. Hier hätte man auch nichts machen sollen, hat auch ein paar Sekunden verschwendet. Aber na gut. Ich habe einfach was dagegen, wenn die Gebäude einfach so im Weg stehen. Warum auch immer. So. Angriff kommt schon gleich. So, sobald sie die Kaserne hochgezogen haben. Ich weiß ja auch nicht, ob es nachher noch Musik drunter schneide, aber ich glaube es eher weniger. Aber mal gucken. Ich komme jetzt erstmal nach. Was wäre ich als gedacht? Da meistens nichts einfach zu kommentieren. Ich erstmal den auffüllen und dann Schwerkämpfer ausbilden. Bei einem als für einen Schwerkämpfer haben wir nicht genug Ressourcen. Also ich habe nicht genug Ressourcen. Dazu nachhauen. Und dann noch einen letzten Schwertruf. Finden ich immer vorbekommen, so nur zwei Truppen bekommen dafür. So, das ist mein ganzer Armee, noch die Leibänder zu, hat sich übrigens als nicht den Song erwiesen, im Nachhinein betrachtet. War aber eine Spontane nur von mir. Aber wie gesagt, war die richtige Entscheidung. Ich frage es mal so, ich war eine knapper als gedacht. Ist jetzt aber auch schon eine Stunde her, seitdem ich das Ganze aufgenommen habe.
so denen noch gerade das Hu geben. Wir sind schon fast bei 10 Minuten. Jetzt kommt der Kampfteil. Ja, ist das dieses Tor, warum habe ich auch mir da drauf gegangen bin. Und der ist Angriff. Man muss den, ich wollte einfach nachlaufen, um das Seil auch zu finden. Der ist dann so ein Fackelweg hin. Aber wir sind gleich bekommen es eh gesagt. Hier. Das war sehr freundlich vom Spiel. Ich wollte gerade zum Beispiel aufbrechen und den Fackel nach und dann bekommen sie es direkt gezeigt. Ist das Bienes nicht? Ja, das ist es. Das kennt meine Bedürfnisse genau. Ganz genau sogar. Hier ist es einmal die Truppen bremsen, damit die Abwehr zusammenkommen, weil da ist so einen halben Kilometer vorgelaufen und so weiter und so fort. Dann können alle Truppen noch ein bisschen nachkommen. Das war eigentlich beim Plan der Sache, da zu stoppen. Und sich Angriff. Machen wir sie platt. Abrennen ins Vergnügen. Ich finde es nachher ist dumm, dass der Ton mit aufgenommen wurde. Vielleicht mal ist dann noch ein bisschen Musik rein. Ich guck mal. Ich garantiere aber für nichts momentan. Ja, leider ist schon gestorben. Ich kann es mir ganz mal in Ruhe betrachten, was abgelaufen ist. Ja, wollte ich noch den Trupp Boomzissen beschützen. Quasi. Die wollten den gerade platt machen. Und auch eine gute Haltung im Nachhinein. Die Spontanis haben die Map waren irgendwie immer die besten. Warum auch immer. Ist die Aufnahme abgestürzt? Ja, die Aufnahme ist nicht abgestürzt. Was soll denn der Kack? Nein, doch nicht. Hat nur kurz gehangen. Ich hab schon Angst gehabt. Okay, es kommen leider irgendwelche Grafikfehler. Irgendwie war die Aufnahme da. Testing gesehen ist gut. Ah, es geht wieder. Warum nur so ein Kurzhänger vom Aufnahmeprogramm? Warum auch immer. Leider ausgerüstet sind wie in Kampfszenen. Haben nur gut verliebt, ich habe noch zwei unvollständige Truppen, Speerträger und einen Trupp Bogenschützen und Dario, der ist wieder gekommen ist. Es wird aber gleich noch ein bisschen spannend. Ihr werdet sehen warum. Die Motte da mal platt machen, weil die Zeit läuft. Übrigens wichtige System. Ich habe mal einen Fall gehabt, dass die Zeit nicht funktioniert in anderen Missionen in Nullswort und diese Zeitbase ist. Er hat gleich bloß Minus angezeigt und dann war irgendwie so ein komischer Bug. Nur mal ran, das hört. Damit was ich das denn hab. Ah, jetzt werden hier direkt wieder Truppen gespawnt. Und die musst du noch platt machen. Ich hab schon gedacht in dem Moment, ach kacke, das ist das Ende, ich hab verkackt. Aber hat dann doch noch funktioniert im Nachhinein betrachtet. Wie oft habe ich sie im Nachhinein mit Ratte gesagt? Keine Ahnung. Noch die letzten Suppen platt machen. Ich bin versunken am Ende. Wer weiß, ob ich es ohne die Leitung überhaupt geschafft hätte. Was dann tun, aber trotzdem. Ein paar Truppen sind dann, glaube ich, auch auf die Leitung losgegangen und so von den Speerträgern und so weiter weggeblieben. Noch die letzten Suppen platt machen. Und da ist fast dann. Ah, nein, ist einfach so ranzurennen, weil er ist so ein spontaner Schuss von mir. Ich finde es aber gut, dass das trotzdem geklappt hat. War aber sehr risky. Damit hätten wir es geschafft. Übrigens, ich hätte das Ding nur noch kurz draufschlagen müssen, als wir gekommen waren. Was für eine Ironie. In der letzten Sekunde haben die mich doch angegriffen. In der allerletzten Sekunde.
Mir ist ab zum Tor und wir und ich hab's geschafft. In 15 Minuten. Der konnte auf wichtige Weise auch noch weiter. Fast ist so unter 5 Minuten geschafft, fast. Aber naja, man kann nichts ändern. Wenn ich wieder eins im Alter hätte, sagt, das hat mir bestimmt unter eine Viertelstunde bestimmt. Und damit hätten wir es gewonnen. Und damit beendet auch dieses Nachkommentiere hier. Und tschüss da mit.